müssen wohl ein paar Umwege machen. Wie lange wart ihr beide auf der Flucht? 2 Tage. Wo wolltet ihr hin? Keine Ahnung. Einfach weg. Sagst du mir jetzt, warum sie wirklich hinter euch her waren? Hab ich doch. Sie wollen einen Jungen töten, weil er sich den Kopf rasiert hat? Es war nicht erlaubt. Es ist eine Regel. Ich brach sie. Scheiße. Warum hast du es gemacht? Ich weiß nicht. Ganz schön Punkrock von dir. Punkrock? Ich habe das Gefühl, du hältst nicht viel von Regeln. Oh, das stimmt wohl. Stand das auf dem Zettel? Ah, deren Apartmentnummer und unsere Apartmentnummer. Twitch Prime is not a crime. Come with our apartment number, Sam. Sam und Julia. Wo wohnt denn Sam? And Sam. Ramen roll. Got it. Jetzt wünsche ich mir, dass wir mit Abby angefangen hätten. Ich ganz ehrlich, Abby's Story-Strang ist mehr Naughty Dog-like. Weil du halt an dem Punkt bist, wo dir... Also ich weiß nicht, wie euch das geht, zumindest geht es mir so. Mir geht das halt alles auf den Sack. Dieses ewige, jetzt nochmal wieder alles durchsuchen, wieder alles graben, Pillen suchen, Briefe einsammeln. Und Abby kann gar nichts dafür.
Wie lange benutzt du das Ding schon? Den Bogen? Seit Ewigkeiten. Du wirst gut damit. Du hättest Yara sehen sollen. Weil es am Ende des Tages reißt Abby das jetzt auch wieder nicht mehr raus. Abby reißt halt die 16 Stunden, die du mit Ellie unterwegs warst. Scheiße. Achtung! Das war knapp. Bist du okay? Ja. Wie viele Seraphiten hast du getötet? Wieso? Leute. Keine Ahnung. Sehr viele. Das Wasser fließt hier extrem schnell. Du musst wirklich vorsichtig sein, okay? Ich hab sowas vermeiden. Sie hat doch aber gerade gesagt, wir sollen extrem vorsichtig sein. Hab ich doch gemacht. Ich bin vorsichtig rübergesprungen. What? Wasser fließt ja extrem schnell. Du musst wirklich vorsichtig sein. Okay? Da hab ich... Ich hab sowas schon mal gemacht. Ich war super duper vorsichtig. Hey, ein Zettel. Hey. Verdammt nochmal. Wer ist das? Keine Ahnung. Ist er kein Wolf? Es gibt tausende von uns. Kennst du jeden Scar? Hör auf, uns Scars zu nennen. Klar. Ja, die Zettel hatte. Ich glaube, es gibt so eine Zettelmama in dem Game. Ich glaube, es gibt so eine Zettelmama in dem Game und die schreibt alle Zettel. Das ist wie ein Mutti-Zettel, wenn du nicht zur Schule musst. Genau so ein Ding ist das hier. Die schreibt alle In-Game-Zettel, hat die geschrieben. So, was können wir denn hier machen?
Ja, bitte. Ich hoffe so sehr, dass wir nicht wieder irgendwie gleich so eine Truppe von 20 solche Holzköpfe haben, wo wir irgendwie durchschleichen müssen und durchkämpfen müssen. Eigentlich würde ich jetzt gerne, ich ganz ehrlich, bis zum Ende nicht mehr kämpfen wollen. Das wäre schön. Das wäre wirklich toll. Sind wir auf dem richtigen Weg? Ja, das Gebäude führt uns zum Gebäude nebenan. Das wird wohl nicht passieren. Aber wahrscheinlich. Ganz ehrlich sagen, ich kämpfe echt nicht so gerne in den Game. Reicht dann auch wieder. Schon so viel gekämpft mittlerweile. Mal kurz gucken, reicht das noch was? Ja, ich weiß, aber ich muss doch mal gucken, ob hier noch irgendwas ist, damit ich eventuell noch mal 3 Schuss Munition finde. Ich kann keine Munition basteln. Leider. Wahrscheinlich muss ich dafür irgendwas finden. Dein Cousin. Okay. Da wären wir. Los, mir nach. Wie hoch müssen wir denn noch? Du wirst das schon schaffen. Viel mehr, oder? Ja. Angeber! Natürlich muss ich die Tür nehmen, damit ich diesen Zettel finde. Hier lang. Warum haben wir das nie entdeckt? Wolves gucken nie hoch. Was soll das heißen? Es heißt, egal wie viele ihr seid und wie viele Waffen ihr habt, wir tricksen euch aus. Vielleicht solltest du nicht mehr wir sagen. Schließlich wollen sie dich töten. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt, ich stelle mir so komplett eine Brücke durch die Wolken vor. Die Abtrünnige! Scheiße! Es ist Lily! Bleiben sollen, Lily. Ja.
ist erledigt. Der Wolf kann nicht zählen! Ich weiß, dass du da bist. Ist das Opferlamm, denn es wird im Licht ihres Geistes erlöst. Nicht! Bist du okay? Ja. Lass mich helfen. Ich schaff's schon. Hast du gehört, wie sie mich nennen? Ja. Willst du mich was drüber fragen? Willst du, dass ich was darüber frage? Nein. Okay. Dann frage ich halt auch nicht. Könnte ja auch nur wichtig sein oder so. Ja, ich meine, wir müssen nicht über alles reden. Ehrlich nicht. Wir müssen nicht über alles reden. Haben wir jetzt schon gelernt. Wir haben 50 Stunden Ellie gespielt. Die hat auch nicht geredet. Die ist einfach mitten in der Nacht aufgestanden gegangen. Reden brauchen wir nicht. Aber ist kein Problem. Wir kriegen bestimmt gleich nochmal eine Cutscene von vor ein paar Jahren. Da wird uns alles erklärt. Also, hey. It's all good. Wir fragen uns nur, ob du jetzt ein Mädel oder ein Junge bist und wieso du diesen Namen hast, aber hey, das ist völlig irrelevant. Wir müssen das gar nicht wissen, weil vielleicht wird uns das noch wieder in 45 Minuten später wird uns das noch erklären. Ja, oder ein Zettel. Das wäre auch schön. Nur ein Zettel, vielleicht steht das da erklärt. Magst du uns vielleicht einen Zettel geben oder so? Ich will mal weiter. Entschuldigung, ich habe gerade meine Nase gepopelt. Das ist ganz schön anstrengend hier. Wow. Skars haben das gebaut? Seraphiten. Ja, das wollte ich sagen. Ist ziemlich cool. Was heißt cool? Etwa fantastisch. Super. Schütze sie. Die richtige Frage wäre gewesen, möchtest du mir einen Zettel geben, wo drauf steht? Ja. Nichts. Ich gehe diesmal zuerst. Ernsthaft, wie hoch müssen wir denn noch? Ich wollte noch sagen, mein Beileid für euren Sohn. Es ist eine Ehre. Er ist nun bei unserer Prophetin. Er ist mutig gestorben. Ihr solltet stolz sein. Sind wir. Danke. Die Ältesten haben uns ein neues Kind angeboten. Das ist eine große Ehre. Elizabeth ist dankbar. Ich weiß nur nicht, ob sie schon bereit ist. Die Ältesten wissen, was das Beste ist. Es wird das Beste sein. Ja. Na klar. Oh,
Auge. Es ist die Abtrünnige! Mit einem Wurf! Ich kann dieses Gestanne nicht mehr ab. Mein Gott, das ist so bescheuert. Dann gib mir doch irgendwas, damit ich dagegen fighten kann. Und nicht immer bei 500 Leuten schleichen muss. Ich spiele doch nicht fucking Hitman. Mein Gott. Mir daran vorbeischleichen. Ich habe keinen Bock mehr zu fighten in diesem Game. Habe ich nicht. Absolut null Nada. Ganze Ausgeweiche und in Rücken geschieße und rumgestanne und oh, das macht einen wahnsinnig. Macht einen. Es ist die Abtrünnige! Mit einem Wolf! Ethan!
Es ist die Abtrünnige! Mit einem Wurf! Einer erledigt! Das kam viel. Was zum? Es ist die Abtrünnige mit einem Wolf! Yeah.